für mich war wirklich, ich sage das jetzt mal so, also oder ist und war Jesus meine große Liebe. Und ja, für mich hat der Karmel die Möglichkeit geboten, das zu leben. Ich glaube einfach, dass Gott sich den Luxus erlauben kann, Menschen ausschließlich für sich zu berufen. Das ist so, wenn sie das Leben anfangen, das ist ja wie man heiratet auch, man weiß nicht alles. Ne? Und so ist es in der Rückschau. Sag mal, es gab vieles, was ich bestimmt nicht erwartet hätte. So ein Zusammenleben auf engem Raum und halt, man hat sich ja die Leute hier nicht ausgesucht. Ne? Kannst du alleine? Ja. Bestimmt. Das ist für mich selbstverständlich. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft dazu, sie auch. Und sie hat so viel für mich getan. Sie war lange Jahre meine geistliche Begleiterin. Und ich verdanke ihr wirklich sehr viel. Das ist für mich einfach, wenn ich zu Hause wäre, würde ich es für meine Eltern auch tun. Zurück. Ich weiß, dass meine Lebensentscheidung richtig war. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch mal Zeiten gab, wo es schwer war. Ja, wie Paulus sagt, ich weiß, wem ich geglaubt habe. Und der hat mich eigentlich noch nie enttäuscht.